Als nächstes haben wir hier jemanden, dessen Namen ich nicht kenne. Hallo. Servus. Also ich freue mich erstmal, dass heute so viele Menschen hierher gekommen sind, um ihren Unmut über die bestehenden Verhältnisse zu äußern. Und das ist auch bitter notwendig. Es ist notwendig, eine Alternative zu entwickeln. Eine Alternative braucht als Grundlage erstmal eine Kritik. Eine Kritik, die über das Verhalten von Einzelpersonen hinausgeht und die Strukturen aufdeckt, die dieses Verhalten erst hervorbringen. So nennen wäre da die unkoordinierte Konkurrenz um den größten Profit. Denn sie ist es, die die periodisch auftretenden Krisen des Kapitalismus erst hervorbringt. Ari Steinsberger. Außerdem müssen wir hier vom Privateigentum an Produktionsmitteln reden. Sehr gut. Da es immer dazu führt, dass Mensch und Natur im Dienste für den größten Profit ausgebeutet werden. Die logische Konsequenz, die man daraus ziehen muss, ist die basisdemokratische Selbstverwaltung der Produktionsmittel und somit auch der Wirtschaft. Für eine echte Alternative reicht es nicht aus, nur die Symptome zu nennen und einzudämmen, sondern es geht darum, den Kapitalismus als System zu begreifen und zu kritisieren. Ist unsere Chance auf eine progressive, demokratische Entwicklung. Dankeschön. So, ich habe die dritte Liste in der Hand. Unglaublich. So, ich habe kurz Hinweise noch hier von der TAC, die Jungs hier drüben stehen, die auch uns geholfen haben übrigens mit der Bühne, mit der Technik. Einmal Applaus mal bitte. Das ist nicht selbstverständlich, dass das Zeug hier steht. Und ein Applaus bitte noch für den Freddy, der hier den ganzen Tag am Mischpult steht und schaut, dass alle reden können. Vielen Dank. So, ich sehe nichts, macht nichts. Attacke, Bankwechselparty zum Weltspartag. Entschuldigung, ich hab's nicht, ich gehe mal weiter weg. Bankwechselparty zum Weltspartag 2011, Freitag, 21.10. 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, eine Welthaus in der Schwanthaler Straße. Also zum einen Krötenwanderung jetzt, das ist schön. Bankwechsel, wer bei der falschen Bank ist, kann sich da informieren. Okay, 21. Zettel gibt's dort. Jetzt kommt der Harry, richtig? Harry Steinsberger. Harry! Zeig's uns! Servus Ringer, hat's das empört? Ja! Hört sich aber nicht wirklich so an. Empört! Wisst ihr, was mir auf den Sack geht? Dass 10% der Bevölkerung in Deutschland 40% des Geldvermögens haben. Rechnet euch das mal nach. 8 Millionen Bürger haben mehr Geld als wir alle zusammen. Das ist doch... Da läuft das verkehrt. Was mich auch richtig empört, ist, dass die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland diesen Missstand nicht aufzeigen. Danke! Wir haben genug studierte Journalisten in Deutschland, die genau wissen, was hier vorgeht, aber sie machen nichts. Ich weiß nicht warum und ich hoffe, es wird sich was ändern. Danke. Wie lange brauchst du? Heute. 5 Minuten? Okay. Dann rufe ich mal der Liste nach durch, weil ich nicht alle finde. Werner Zuse? Der ist schon nach Hause gegangen. Na gut. Joe Hamilton? Auch nach Hause gegangen. Ich bin nicht. Nein, da ist er. Los geht's. Sie heißt Joe Hamilton, ich komme aus Schottland. Und Gott sei Dank wohne ich hier in München, weil da wo ich herkomme, wir haben so ungefähr 10, 15 Jahre Vorsprung auf euch. Wir sind richtig im Arsch in Schottland. Das ist durch die politische Nähe zu Amerika. Und das kommt schon. Also wir müssen jetzt wirklich was tun. Das freut mich, unter Demokraten zu sein.
Also ich bin Tibet-Aktivist und ich gehe seit Jahren auf die Straßen, auch in München. Und es freut mich, wir würden auch immer so als Hippies, also Esoteriker, ich bin kein Esoteriker, ich bin auch kein Hippie. Und das Gleiche sagt man über Wall Street, Occupy Wall Street, aber das nützt nichts mehr. Das Spiel ist, glaube ich, vorbei. Aber es nützt nichts, einfach herkommen und jammern. Man muss auch Vorschläge bringen. Und ich habe einen Vorschlag, wie man das alles beseitigen könnte. Unsere demokratisch gewählten Politiker, wir müssen verlangen von unseren Regierungen, dass es ein Gesetz gibt, was ihnen verbietet, mit Diktatoren Geschäfte zu machen. Es kann nicht sein, dass irgendjemand wie Angela Merkel, obwohl sie im Kommunismus aufgewachsen ist und jetzt behauptet, sie ist keine mehr, nach China geht und diesen Mördern da drüben die Hände schüttelt, Milliarden-Deals macht. Das gilt auch für den kleinen Frosch in Paris, Sarkozy. Unsere Regierungen haben bekannte Leute wie Saddam Hussein, wie heißen die anderen, Gaddafi. Auf dem G20-Bild vom letzten Jahr ist der Gaddafi dabei gewesen, das ist der Wahnsinn. Und jetzt ist Assad, das was in Syrien gerade abgeht, ist eine Frechheit. Aber es ist auch unsere Verantwortung, wenn wir in diese schönen Geschäfte hier in München gehen, wir müssen schauen, was wir als Konsumenten kaufen. Also weil ich dann nicht sehr objektiv sein kann, sage ich einfach, kauft nichts, was aus China kommt, bitte. Denn China ist ein riesen KZ, ein Konzentrationslager. Das ist Tatsache. Ich kenne Tibeter, die haben dort gearbeitet. Die haben diese scheiß Jacken für H&M gemacht. Die Weihnachtslichter, die vor uns in den Christbäumen hängen, die werden auch in KZs in China gemacht. Alles wird in China gemacht. Und ich bin mit euch, ich will Demokratie, ich will dieses Gesetz, das verbietet, dass wir Diktatoren unterstützen, Mörder, Killer, Folterer. Ich will das nicht mehr. Vielen Dank.